Ja, ist ja gut, Mensch. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Streetmeer-Kanal. Leute, heute weiß ich nicht, ob ich so gut drauf sein sollte, weil wir haben jetzt einen von den Grumblies zu Gast. Das ist der Hydro oder Hydro. Ist ab 3 Jahren geeignet, dieses Spielzeug. Und es gibt bestimmte Regeln, die wir bei dem einhalten müssen. Wir dürfen ihn nicht shaken, also rumwirbeln oder so. Wir dürfen ihn nicht berühren und auch nicht flippen, also, ne, also auf den Kopf oder irgendwie sowas. Keine Ahnung wieso. Der scheint relativ schlecht drauf zu sein, Grumbly. Okay, der sieht auch schon schlecht gelaunt aus. So, und hier steht, try me, poke my belly, okay? Wobei, also, ich muss schon sagen, seine Manieren sind so wie meine. Ja. Definitiv. Wenn er hier rumpupst und rumrübst, definitiv. Das sind meine Manieren. Und wenn wir jetzt... Ja, der beschwert sich auf jeden Fall. Vielleicht befreien wir ihn hier erstmal. Ich weiß gar nicht, ob wir ihn hier... Doch, wir können ihn definitiv befreien. Das machen wir. Der Hydro, mein neuer, bester, böser Freund. Warum regt der sich so auf? Und der hat auch noch ein paar Freunde, wie zum Beispiel hier den Bolt oder auch den Scorch oder den Trenor. Und der hat mehr als 40 Reaktionen und Sounds. Die möchten wir nochmal, also wenn wir ihn jetzt schubsen. Also gefällt ihm nicht so. Wir können mit dem wirklich wild rumspielen. Das freut den gar nicht. Also irgendwie regt er sich auf, aber das gefällt ihm, glaube ich, auch. Okay, diesmal hat er sich nicht so aufgeregt. Okay, diesmal auch nicht. Ja, also wenn wir ihn jetzt hier irgendwie... Also wenn wir ihn jetzt hier... Das hat keine Reaktion, sondern nur... Also das regt ihn auf jeden Fall auf. Ja, ist ja gut, Mensch! Der flippt ja total aus, Leute. Ja, ich finde es ziemlich cool. Mal so, also einen schlecht gelaunten Freund zu haben. Habt ihr bestimmt bei euch auch? Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr einen Freund oder eine Freundin, die eigentlich ständig schlecht gelaunt sind? Egal was es ist. Es ist Samstag, es ist gutes Wetter, ihr könnt schwimmen gehen und trotzdem ist der Freund oder die Freundin schlecht gelaunt. So einer wie der hier. Also ich weiß... Mit einem Freund geht man auch nicht so um. Aber der pupst und rülpst die ganze Zeit. Also tut mir leid, was soll ich denn sonst mit dem machen? Also sonst, wenn wir ihn streicheln oder so, passiert eigentlich auch nichts. Und wenn wir längere Zeit nichts machen, dann meldet er sich aber eigentlich auch. Jetzt natürlich nicht. Ja, jetzt. Hallo, ja. Ich weiß aber nicht, ob er auf, ich glaube auf Lautstärke reagiert er nicht. Sondern nur darauf, wenn man... Sag was! Sag was! Sag was! Okay, also seine Härchen sind auf jeden Fall schön. Das ist eher so, ich sag mal, eine Kreatur, die eher blau, türkis und grün und sowas ist. Und er könnte auch ein verrückter Physiklehrer sein, würde ich jetzt mal sagen. So, wenn wir den hier nochmal flippen. Gefällt ihm nicht so, dem Grumbly hier. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Aber sonst gibt es, glaube ich, nicht so viel, was wir hier bei dem sonst noch erleben können. Ich schaue sonst noch mal kurz nach. Ja, also wir haben schon richtig mit dem hier gespielt. Das heißt, entweder so ein bisschen shaken, ne? So. Wer könnte das sein? Könnte vielleicht auch Papa sein. Ja, also wir spielen mit dem, indem wir ihn halt ein bisschen nerven. Also diese Spielzeuge gibt es auch nicht oft. Das ist natürlich vielleicht auch eine Art von Anti-Stress-Spielzeug. Das heißt, wenn ihr einfach mal ein bisschen, ja, genervt seid, dann könnt ihr den hier nerven oder euren Frust bei dem hier rauslassen. So, da regt er sich auf und lässt einen fahren. Leute, was sagt ihr hier zu dem Grumbly? Gefällt er euch? Daumen hoch oder gefällt er euch nicht? Daumen runter. Also mir gefällt er schon ganz gut, um ein bisschen Stress abzubauen. Ist dieser Grumbly eigentlich gar nicht so schlecht. Mein neuer, böser, bester Freund. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ciao!